So, weiter geht's heute mit dem nächsten Dings und es heißt Wreckfest, liebe Leute. Und wir machen heute weiter mit dem Knaller ohne Ende. Los geht's. Also, wir starten im Hilltop Stadium auf dem Oval. Das ist das, was wir uns heute mal angucken. Ich weiß noch nicht, ob das das Einzige bleibt, was wir heute in der Folge gucken. Ich weiß es ja nicht. Kann ja auch sein, dass wir heute sagen, wir machen kurze Folgen. Es gibt aber ein kleines Turnier. Also, dementsprechend wird das heute das sein. Und es geht wieder darum, in eine Hälfte zu ziehen. Oder die erste Tour. Ich will nicht erster sein. Wir müssen aber zumindest mal unter die ersten 12 kommen. Kennt das ja. Das sollte doch hoffentlich kein Problem sein. Ihr seid jetzt gut, wenn wir einfach alles schief geht. Ich räume jetzt gerade mal ein bisschen auf hier. Aber das ist natürlich auch teilweise Ziel des Rennens. Es gibt nur noch 6 Runden. Blue Rider, bye bye. Was haben wir noch als Aufgabe? Crashe 3 Gegner. Also, ja, ausgecrashter Wagen. Zerstöre 3 Gegner. Okay. Da sind wir nur auf Platz 4. Ah, das war leider nur ein rausgedrehtes Auto, aber das ist egal. Das war noch mit 3. Jetzt ziehen wir gleich ein bisschen ran anders. An das Ende des Feldes. Das war leider nur einen rausgedreht. Ich wollte dem eigentlich schön einen noch mitgeben. Runde, wir sind jetzt weiter, aber momentan ist das natürlich klar gewesen. Ah, schade! Den jetzt eigentlich schön fast noch ans Heck gegeben, der Crashman. Das ist doch. Oh, da, Glück ab. Crashman gewinnt das erste Rennen und wir versauen uns gerade so ein bisschen. Selbst dieses Rennen sind am Ende nur Fünfter. Ne, Vierter, Entschuldigung. Ja, damit wäre es eigentlich möglich gewesen, den heute. Deswegen hätte der Vlogger eigentlich normalerweise an uns gehen können. Aber ist nicht tragisch, wir stehen in der zweiten Hälfte. Oder beziehungsweise im zweiten Turnier. Und das ist erstmal das Wichtigste. Wir sind in die ersten 12 gekommen, wir sind weitergekommen. Alles andere ist dann erstmal unwichtig und wurscht. Wollen jetzt im Halbfinale natürlich das Ding nach Hause nehmen. Ja, das ist das Problem, wenn man dann immer doch zu viel wird und ein bisschen was mit. Und ein bisschen zu viel mehr will. Und so momentan sind wir so raus, weil wir jetzt nur 21. sind. Aber. Auto haben wir schon mal weggedreht. Wir sind momentan der Hälfte, also wir kriegen gerade so ein bisschen auf der Fresse. Ich glaube, das ist jetzt gleich da runter.
Ja, weil wir es gerade zu sehr mit irgendwelchen Leuten anlegen, hängen wir Mitte des Rennens auf Platz 421 fest und sind jetzt gerade raus. Und die Jungs wissen gerade, dass sie uns ein bisschen versauen können gerade. Das war alles versauen. Und wir müssen unter die ersten 12 kommen. Wir haben nur noch 3 Runden, Leute. Wir sind 23 da. Momentan nichts mit dabei. Aber ich glaube, wir fliegen heute raus. Wir fliegen heute raus. Weil irgendwie wollen sie uns, geben sie uns dann doch noch einen, nicht? Wir kommen, versuchen vorbeizukommen an die dritte Zone dann. Aber ja, noch ist nichts vorbei. Wir müssen es jetzt ein bisschen richten. Aber ich glaube, das war es definitiv. Also, wir werden heute hier leider die Segel streichen müssen im Halbfinale. Ein Haus vor einer faustdicken Überraschung. Wird sich hier heute anbahnen, das ist ganz klar. Es wird maximal, vielleicht mit ein bisschen Glück. Rotboy gewinnt das Rennen, wir sind raus, definitiv. Weil das Auto wird sowieso nichts mehr halten, weil der schleift hier irgendwo gerade extrem. Sind sogar nur 22 da, mit ein bisschen Glück haben wir noch in den. Kommen wir noch mal ein bisschen was nach vorne, aber raus werden wir auf jeden Fall sein. Wir sind am Ende nur Platz 21 und damit das Aus im Halbfinale. Damit das Aus im Halbfinale hier. In Wreckfest. Aber weil wir uns die ganze Zeit nur auf die Fresse gegeben haben. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch 1000 Dinge. Das bedeutet es halt. Genau das ist es. Wir suchen also uns das ganze Ding nochmal neu.